Moin moin Leute, willkommen zurück hier bei Home. Und ich schätze mal, wir werden in dieser Folge alles erfahren, was wir erfahren werden müssen. Gehen erstmal hier rein. Das war der Raum, der so ab Mess ab war, ne? Was ist das hier? My old office safe sat on the floor. I used a digital passcode lock to try to open it. Yes. Oh. An 8-digit code. Acht digital Code. Ich kann alles wirklich eingeben. Okay. I couldn't remember. I leafed through the notebook I had taken from the forest. In it were the names that had been written down. Heather, Olivia. Ashley, Cheryl, Iris, Daphne, Holly, Rose und Rachel. I recalled the names I saw scratched out on that old desk deep within those nasty tunnels. Was the man in that house really up to something? Kann ich noch angucken? Was he the one responsible for Rachel's murders? Murder? But I had found him dead. Oh, ja, yeah, okay. Ja, super, jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie hier dieser scheiß Safecode ist, ne? No. Safecode. Ich hab keine Ahnung, haben wir denn irgendwo mal einen 8-Zahlen-Code oder sowas gefunden? Oh, it was the letter I had taken from the postbox. Rachel, were you really having an affair with Norman? But why? I didn't think things were that bad. In the letter, Rachel seemed concerned. She almost seemed worried about what Norman might do. Did he? Did he do that to Rachel? Oh Gott. Aber er hat den Brief ja anscheinend nie bekommen. Obwohl, was ist seine Waffe? God damn it! Hat er den Brief bekommen oder hat er den Brief nicht bekommen? Ich glaube, er hat den Brief nicht bekommen. No. Norman may have betrayed me, but I didn't think he was capable of that. I hate him so much, but I couldn't blame him for what happened to my wife. I said, I didn't think how. Now, what to think? I just wanted to put this whole mess behind me. Ja, okay, sinnvoll dabei, Kollege. From now on, I don't have no one to get angry with me for stupid things like buying this TV. Just thinking about things like this making me sick with grief. Ja, ist schon mal scheiße. Ich glaube nicht, dass Norman Rachel getötet hat. Ich glaube, dass er Rachel getötet hat. Dann zu Norman. Nee, oder vielleicht ist er schlafend nach Norman. Hat sich die Gun genommen. Weil Rachel wurde ja anscheinend erschossen. Das war mir hier schon drin. Ach, das ist ja der Raum mit dem Safe, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. It seems like I had seen all there was. Maybe I thought I was ready to go back into the basement. Was ist das hier? The mail still sat there, heaped it on the floor. How long had Rachel been lying in the basement? It seems that they had been for a while. Steht kein Datum drauf oder so? Mann, oh Mann, ey. Das ist der Küchentisch. Ah. Ja gut, hinten können wir eh nicht mehr raus. There would be no more dinner here, no more chit-chat or breakfast. At least not for us. Okay. Dann gucken wir nochmal, ob wir nochmal in den Keller gehen können. Warum liegt da eine Waffe runter rum? Did I pick it up again? Warum zur Hölle liegt hier eine Waffe rum?
Ganz grob, warum liegt hier eine Waffe rum? Okay, hier liegt eine Waffe rum, die haben wir gerade aufgehoben. Ja, das hat, wir sind definitiv Mörder von Rachel, wir sind der Mörder von den ganzen Leuten. Ja. Wir gehen raus, komm, wir hauen ab. Rachel was no more and I couldn't bear the sign of that house, but I did have this gun. Sure, I could leave, but would that even solve anything? I could find another way. But did I leave forever? Did I leave forever? Das heißt, würde sich jetzt töten, oder? Also wenn ich das alles durchgemacht hätte, wenn ich irgendwann auf den Gedanken komme, scheiße, ich könnte selbst für den ganzen Kram verantwortlich sein, würde ich mich an meiner Stelle, ja, weiß ich nicht, wenn ich so im Arsch wäre und das alles durchgemacht hätte, wahrscheinlich töten, ja. Ja. Living in this town hadn't been easy. The plant had helped in some way to stay grounded. It kept me in line, gave me something to do and helped me get away from my past. Was ist denn in seiner Vergangenheit passiert? Okay, also der Einzug hier in der Stadt hat ihm und die Arbeit in der Fabrik hat ihm geholfen, in einer Linie zu bleiben. Hat ihm irgendwas gegeben, wo er sich dran festhalten kann. Und hat ihn halt von seiner Vergangenheit ferngehalten. When the factory closed, everything changed. Also die Fabrik hat zugemacht, alles ändert sich. I guess that was when I had started sleepwalking. Disappearing for hours at a time. I had MRIs and piles of doctor's reports. MRIs sind irgendwie so Gehirndinger, wo du dich reinlegst und es dreht sich um dich, damit du halt rausfindest, was mit dir kaputt ist. Oder was kaputt ist im Kopf. Kaputt. Ich rede entsprechend, geht heute nicht mehr. Im Kopf kaputt ist, meine ich aber natürlich. But nothing seemed to help, not even drinking. But I swore I'd try to give it up. I knew it. The sleepwalking never really went away, so... But I know Rachel had tried. I know she had tried to be there for me, even when everything was falling apart. This night had been unearthed a terrible truth. Truth? Also... Seine Frau war eigentlich immer für ihn da, oder hat es auf jeden Fall versucht, dass sie für ihn da war. Und, but I knew it was finally act of a long-standing horror I'd been living. Walking up in that house tonight was the final cruelty. I wish I had remained unconcussioned in that room forever. Okay, er meint also, dass er in dein Haus heute weggegangen ist. Also waking up in that house tonight was the final cruelty. Er hoffte eigentlich, dass er in diesem Haus, den er lag, für immer an Concussion, ist glaube ich ohnmächtig, rumliegen würde, also tot quasi. It was obvious to me that the man I found in that house had something to do with all this. Could he have killed Rachel? It started to see that there were too many things I had seemed to think otherwise. After making out of those tunnels, I thought those sewers might feel safer. I was wrong. The security tape I had watched showed someone being attacked by what looked like two people. Das heißt, also er und der Typ im Haus haben gemeinsam Sache gemacht. Er hat den Typen nachher erschossen. But who was it? Was it? Was? Also wer hat ihn nicht angegriffen geschrieben? I had found the contest of my wallet scattering throughout town. Why the hell had I been out there? Had my sleepwalking gone to some new extreme? Ja, denk ich mir. The truth, the thought that I couldn't account for my whereabouts, but I knew I had been to that forest and even Norman's place. Well, it was terrifying. I didn't know what that meant, but at least I had recovered my things. Hopefully, I thought that would cover my tracks, so I wouldn't be blamed for all this. Deep within those woods, there were things became truly awful. Finding that notebook only made things worse. Rachel's name had been on that list. So what terrible plot was she part of?
There was a similar list of names back on the desk back in on that desk back in the tunnels. Was that a connection? It was clear at least that I had been at this at the one going back to the factory. Ja. Also er weiß auf jeden Fall, dass er derjenige war, der zurück zur Fabrik gegangen ist. Er weiß allerdings nicht, was es mit den ganzen Namen auf sich hat und I must be in sleepwalking or something, but what the hell was I doing there? Ja, das ist eine gute Frage, was er da gemacht hat, wenn er sleepwalking war. Sleepwalking ist auch ein guter Name. Der Name. Satz. I had given up drinking, hadn't I? So what was I going on in that boarded up room? Suddenly my stomach started to turn. Was I responsible for the dead guard? Schätz mal schon. After the factory I thought might find some solace if I just could get to Norman's store. But all I had found were more horrors and more questions. Now that I really consider it, that's when I should have seen it coming. Norman, what were you enraged up to? And was obviously obvious things were more complicated than I ever imagined. How long had you been going behind my back? Okay, er fragt sich gerade, wie lange die beiden schon irgendwie rumgemacht haben, beziehungsweise eine Affäre haben. Und warum? Und sie most, more importantly, why Norman? God damn it! Get a wenigstens ein Typ, der besser aussieht oder jünger ist als ich. Da, jemand, der älter ist. Ah, okay. Aber er ist halt so ein Layback-Typ, so einfach so ein ruhiger, hat einen eigenen Job, hat seine eigene Existenz. Und wir sind jemand, der, ich glaube, nach der Fabrik einfach nur im Arsch waren, haben angefangen zu saufen, waren überhaupt nicht glücklich mit uns. Ja. Whoever had killed Rachel had probably gone after you too. Maybe they knew about what you were up to. Hä? Also ja, er versucht es immer so ein bisschen rumzudrehen. Ich denke die ganze Zeit schon so, ich bin ja nicht der Charakter, ich denke für den Charakter teilweise. Und er denkt halt die ganze Zeit so um die Ecken, er will sich quasi nicht eingestehen, dass er es selber war. I would never know peace, Norman, but despite your transgression, a part of me really did hope that you would. Wenn ich durch den Regen nach Hause gelatscht bin. Er hoffte, dass das ganz enden würde. And I guessed in a way I did. But how could I have known how hopeless it all was? I had started to feel as disoriented as when I sleepwalk, to think of it now. I guess I should have known from the terrible silence that greeted me when I first stepped onto our house and stood there in the kitchen. There was no sound of television, radio, and even the air was still. But seeing Rach there lying ruined and discarded in the basement, that was a horror I could never have imagined. Okay, also schlimmer geht's glaube ich auch nicht. Das wird glaube ich nicht schlimmer. I didn't know I did ever find the answers I carved, but I knew that somehow that other man I had found was responsible for this. If not directly, he must have had a hand in Rachel's death. So what was I doing in that damn house of his? Had I found out? Had I killed him? My damn conditions made it difficult to know. Memories and time frames were always a mess and I could never be sure. Also er selber als Charakter weiß nicht, was er abgefallen ist. Ob der Typ, der im Haus lag, Rachel getötet hat, ob er dann den Typen getötet hat. Knowing that that man was dead thought was cold comfort. My wife was gone and no matter what happened to me now was lost forever. I swung open the door and stepped on out into the air, I caught the sense of the wet grass and fog. Rachel. My beautiful wife, just the sort of her again, cold and innards shocked me from head to top. What would I do now? Who could I turn to?
It would only be a matter of time before the police got involved, before the neighbors knew. The front door was soft and giving it beneath my feet. I couldn't shake the urge that I shouldn't stand here, but rather that I should run. I don't get it. Das Ende hat mich jetzt komplett weggeholt. Weil seine... Entweder haben wir ein, zwei Antworten, dieses Ja-Nein-Dings irgendwie ein bisschen falsch gegeben, weil ich dachte eigentlich die ganze Zeit, ich denke auch immer noch, dass er der Typ ist, der alle umgebracht hat. Dass wir das waren. Wir als Spieler. Wir beziehungsweise die Figur, die wir dann gespielt haben. Dass die wirklich alle umgebracht haben, weil er findet es raus. Er findet es raus. Vielleicht hat er das Ganze in dem Schlafwandelzustand getan. Ich habe keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Home is dedicated to my wife, Nancy, watch your back. Nice one. The end. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt am Ende wirklich rauskommt. Steht er da jetzt auf dem Rasen und meinte, er soll laufen. What the fuck? I don't get it, man. I don't get it. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr davon kapiert, als ich eben gerade am Ende. Mann, oh Mann, ey. Weird Game is weird. Es hat ein schlechteres, also das Ende ist eigentlich nicht schlecht, aber es ist total verkorkst in dieser Sache, weil wir nicht wissen, was am Anfang passiert ist. Wie sind wir da hingekommen, dieses Haus? Ja, press space to share your story. Ich glaube, da geht ein Fenster auf oder so. Ich glaub,